Wir haben heute wieder eine großartige Show und ich sage das sonst ja nie. Heute schauen wir noch einmal auf zwei Themen aus unseren Shows der letzten Wochen. Wir gucken noch einmal nach, wie das mit der Erneuerung bei der SPD so funktioniert. Oder ob es nur am Ende reicht, wenn Andrea Nahles dem ein oder anderen in der SPD einfach einen neuen Namen gibt. Wir freuen uns schon auf unsere neue Vizekanzlerin Gertrude Scholz. Und wir schauen noch einmal auf Facebook nach dem Cambridge Analytica Skandal, der total unfair war, weil ja die mehr mit den Daten von Facebook anstellen konnten als Facebook selber. Und das ist total unfair gegenüber Facebook. Scheiß auf die User, also auf dich und auf mich. Na, wir werden das alles bestimmt in der Show klären können. Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem ersten Thema heute Abend und schauen noch einmal zurück auf Andrea Nahles. Also ich persönlich möchte mit ihr nicht tauschen. Sowieso generell, als auch in ihrer aktuellen Situation. Nämlich die SPD erneuern zu müssen. Aber was kann sie machen, um die SPD wieder hinzubekommen? Wie wäre es zum Beispiel, sich einmal um Hartz IV zu kümmern? Okay, das hat ja der Vizekanzler und SPD-Mann Olaf Scholz gleich komplett vom Tisch gestoßen oder eher getreten. Nur genau dabei liegt der Fehler. Denn sehr vereinfacht gesagt hat die Hartz-Reform die SPD versenkt. Und sich diesem nicht zu stellen, macht es nicht besser, sondern schlimmer. Auch wenn die SPD das gerne weggemerkelt hätte, aber das kann eben nur das Original. Die Hartz-Reform hat nicht das Klientel der CDU oder gar der FDP am stärksten getroffen, sondern das der SPD. Da half auch kein Mindestlohnnachgang oder geschweige denn eine Rente mit 63. Sprich hat die SPD seit 15 Jahren als Teil von 4 von 5 Regierungen seit damals nicht Politik für ihr Klientel gemacht, sondern genau gegen ihr Klientel. Ja, Hartz IV reicht zum Leben, aber eben auch nicht mehr. Gedacht war es zum einen, um die minimalsten Lebensanforderungen zu decken. Und zum anderen natürlich, um auch damit einen gewissen Druck auszuüben, damit jemand, der in Hartz IV abgerutscht ist, schnellstmöglich wieder da raus will. In welche Art von Job dann auch immer. Und ja, Hartz IV hat Deutschland ziemlich geholfen, sicher durch die Finanzkrise zu kommen. Und auch heute ruhig durch die Aufs und Abs der Weltwirtschaft zu schiffen. Es hat allerdings die SPD dabei versenkt. Hartz IV ist jetzt um 15 Jahre alt, sprich erwachsen genug, damit wir gemeinsam mit ihm oder ihr darüber reden können, was denn alles falsch gelaufen ist. Was wir definitiv in den letzten 15 Jahren nicht einmal bisher gemacht haben. Das ist der größte Fehler. Das würde nicht heißen, Hartz IV abzuschaffen. Zumindest nicht so lange, bis es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das sämtliche Transferzahlungen ersetzt, sondern Hartz IV besser zu machen. Das wäre vielleicht für Andrea Nahles ein erster Schritt, um die SPD zu erneuern, nämlich sich mal dem Thema Hartz IV anzunehmen. Aber, und hier ein großes Aber, Wahlen werden heute in den Altersheimen gewonnen und nicht bei der Tafel. Also schlägt Rente immer noch Armut. Und das ist ziemlich unsozialdemokratisch. Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema der letzten Wochen und schauen heute noch einmal kurz zurück auf Facebook. Und wie überraschend es doch war, dass Dritte wie Cambridge Analytica Facebook geradezu missbraucht haben, um Daten von Facebook-Nutzern zu bekommen, um wiederum Stimmungen auf Facebook zu beeinflussen. Erst einmal, Facebook ist nur dazu da, um zu gucken, wie fett die Jugendliebe geworden ist und allen anderen zu erzählen, dass ihr neuer Mann eine eindeutige 10 ist und damit viel zu gut für sie ist, denn sie ist bestenfalls eine 5. Und zweitens, ist es Meinungen auf Facebook zu manipulieren immer noch eine Hauptaufgabe von Russland? Also ist doch Facebook hier vollkommen unschuldig? Wer hätte denn erwarten können, dass ein soziales Unternehmen, das einzig und allein dazu dient, um mit den Daten seiner Kunden Geld zu verdienen, jetzt Daten sammelt? Und nicht nur irgendwie, sondern dass dort die Daten der Kunden gesammelt werden, um sie zu analysieren und dann Werbetreibenden durch bezahlte Kampagnen auf Facebook gegen ein kleines Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Das ist doch ganz anderes. Das ist doch nur Facebooken. Denn das Ganze erfolgt ja nur, damit Werbetreibende auf Facebook genau die Stimmung auf Facebook bezüglich ihres Produktes beeinflussen können. Aber nicht für Propaganda, sondern nur als Werbung. Werbung ist doch nicht ein cooleres Wort für Propaganda. Und
Nur ein Zufall, dass sich dieses Geschäftsmodell von Facebook halt mit den Geschäftsmodellen von Cambridge Analytica und Russland überdeckt. Zufälle. Oder stellt sich hier nicht die Frage, ist Mark Zuckerberg vielleicht ein russischer Cyborg-Spion? Einst gebaut in der UdSSR, um Amerika zu unterwandern? Ab morgen auch gesponserter Content in deinem Facebook Newsfeed. Dafür spricht nämlich, dass ihm menschliche Mimik nicht möglich ist. Dagegen steht allerdings, dass er eine im Sinne des Kapitalismus perfekte Cash-Cow mit Facebook gebaut hat. Und das ist total unsowjetisch. Aber total russisch. Er wäre damit ein typischer russischer Oligarch. Oder wie es auf Russisch heißt, Oligarch. Aber hätte gute Nachricht. Facebook-Skandal Nummer 2342. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Und beim Weitergehen bitte die Facebook-App öffnen, damit wir all Ihre Bewegungen tracken können. Wir sehen uns dann wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück da draußen.